SWS. Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder sehr herzlich zu meiner Sendung Buchtipps mit Liane Römer. Erschüttert von dem, was jetzt in der Ukraine passiert, hat mir neulich ein Sportsfreund ein Buch in die Hand gedrückt, gesagt, das musst du unbedingt lesen. Das ist zwar schon 2008 erschienen, aber es drückt unsere Gedanken zu diesem furchtbaren Krieg auf und das möchte ich auch heute vorstellen. Aber bevor ich damit beginne, möchte ich noch einen Dichterrebellen zu Wort kommen lassen, der auch mit dem Krieg aus der Ruhe gebracht wurde, den der Krieg nicht in Ruhe lässt. Und der hatte schon zu Zeiten, als wir noch den Kalten Krieg hatten, ein Gedicht geschrieben. Das heißt, Ermutigung heißt es. Ich lese Ihnen mal die erste Strophe daraus vor. Du, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind Brechen, die allzu spitz sind Stechen und brechen ab sogleich. Dieser Dichterrebell heißt Wolf Biermann und erschienen ist dieses Gedicht in seinem neuen Buch Mensch Gott 2021 bei Surkamp. Und dieses Gedicht, besser muss man sagen, dieses Lied hat es sogar bis ins Gesangbuch der protestantischen schwedischen Kirche geschafft. In diesem Buch diskutiert Biermann mit Gott und seinem Bodenpersonal, dem Menschen. Wie wir alle ist er auf der Suche nach Trost, ist voll Hoffnung und auch voll Zorn. Wie alle, die jetzt am Ende ihres Lebens nicht noch einmal Krieg erleben möchten. So, und in dieser schwierigen, unsicheren Zeit wollen wir doch aber unser schönes Leben nicht vergessen. Und in dem tanken wir auch Kraft für neue Aktionen. Und oft sind es gute Bücher, die uns die humanistischen Werte, die wir oft auch vermissen, wieder weitergeben und die uns auch stärken. Und manche guten Bücher helfen auch dabei, das Verhalten von recht lauten Rednern zu hinterfragen, hinter denen oft mehr Geltungssucht als Leidenschaft für Mensch und Sache steht. Und in solchen Büchern, in solchen schönen geistigen Büchern, die ich Ihnen hier vorstelle, wird niemals der Aufruf zum Völkerhass enthalten sein, sondern es wird immer um Kameradschaftlichkeit und um Solidarität gehen. So, nun geht's los. Ich greife also zuerst in mein altes Bücherregal, wie angekündigt, und möchte Ihnen vorstellen, Heinz Buchholz, Ivan das Panierpferd aus dem WWA Verlag 2008. Dann eine neue Version zu Wilhelm Tell. Das Buch heißt Tell, ist von Joachim B. Schmidt, und zwar aus dem Diogenes Verlag 2022. Und von Sylvia Frank das Buch Gala und Dalí, die Unzertrennlichen, aus dem Aufbau Taschenbuch Verlag 2022. In Ivan das Panierpferd erzählt Heinz Buchholz von seiner Flucht, die für ihn als Kind auf einem Bauernhof 1944 in Ostpreußen begann. Er tut es aus der Sicht eines 13-Jährigen, der er damals war. Ich konnte beim Lesen die Grausamkeit der geschilderten Ereignisse, die der Junge erfahren musste, kaum ertragen. Der Junge liebt das kleine Pferd mit dem Namen Ivan, das stehen bleibt, wenn Tiefflieger heranjagen und somit die Flüchtenden retten. Ivan wird ihm zum Gesprächspartner, als die Familie den Hof verlassen muss. Richtung Gumbinnen müssen sie fliehen. Dem Ivan-Pferd vertraut das Kind alles an, erleichtert damit seine Seele. Flüchtende kommen auf den verstopften Straßen nach Königsberg schwer vorwärts. Das kleine Panierpferd ist ein Helfer in der Not. Der Junge hat bei der Hitlerjugend nur von Heldentod für Führer und Vaterland etwas gehört, vom qualvollen, sinnlosen Sterben nichts. Er sieht Soldaten, die zur Abschreckung an Straßenbäumen aufgehängt wurden. Oft unmenschliche Szenen. Und diese Soldaten dort an den Bäumen waren fast noch Kinder.
Die Mama ist eine mutige Frau, umsorgt die Familie, sie stirbt auf der Flucht. Sie hatte so lange Kraft, bis endlich der Vater, der Familienvater, auftauchte. Dann war ihre Kraft aufgebraucht. Und mit letzter Kraft fliehen sie nach Schleswig-Holstein zu Verwandten. Der Autor Heinz Buchholz hatte schreckliche Erlebnisse zu verarbeiten. Nach langer, langer Zeit erst hat er seine Erinnerungen aufgeschrieben und damit seine Seele erleichtert. Er denkt aber auch voller Dankbarkeit an seinen Schutzengel, an Iwan, das Panierpferd. Nach der Lektüre eines solchen aufwühlenden Buches steht mit großen Buchstaben die Frage für mich: Muss jetzt wieder ein Krieg das Leben der Menschen zerstören? Der Roman Tell von dem auf Island lebenden Schweizer Autor Joachim B. Schmidt erinnert nur vom Titel an Schillers Drama. Da wagt sich einer erfolgreich an den Schweizer Nationalhelden des 14. Jahrhunderts, erfolgreich heran. Der Roman beginnt mit dem Satz: Mitten auf der Wiese hockt der Bär. Bei Schiller heißt es anders. Es lächelt der See, er ladet zum Bade. Wilhelm Tells Frau Hedwig ist eine der 20 Figuren in den kurzen 10 Kapiteln, die mit den verschiedenen Ich-Perspektiven ein lebendiges Bild von den Menschen schaffen. Wir begegnen Tells Vater Walter, seiner Mutter Grosi Marie, Hedwigs Mutter Aloysia, Pfarrer Taufer, dem Landvogt Gessler, dem Leuteschinder Harras und anderen. Man wird sofort hineingeworfen in die urige Bergwelt in alten Zeiten. Man spürt Tells Trauer um den tödlich verunglückten Bruder Peter, der besser in den Bauernhof gepasst hatte. Tell geht lieber mit der Armbrust auf Jagd, klettert behende in den schroffen Felsen herum. Die Protagonisten erzählen alle von Tell, beschreiben sein wortkarges Verhalten. Auf dem Hof gibt es viel Arbeit und die Frauen arbeiten alle gleichberechtigt mit. Erstaunlich, dass der habsburgische Landvogt Gessler hier so gut wegkommt. Sein brutaler Truppführer Harras ist viel schlimmer, lässt prügeln und foltern. Vom Eigenbrötler Tell fühlen sich die Landsknechte nicht beachtet, suchen Händel und bestehlen ihn. Sie greifen seine alte Mutter tätlich an, die an den Folgen stirbt. Tell muss den Stellvertreter des Königs ehren, hat dessen Hut zu grüßen, was er nicht tut. Er wird bestraft, muss einen Apfel vom Kopf seines Sohnes schießen. Es gelingt. Aber einen zweiten Pfeil hatte Tell für alle Fälle eingesteckt. Deshalb soll er in Küssnacht in den Turm geworfen werden, was die angetrunkenen Knechte nicht schaffen. Sie gehen mit dem Boot unter. Tell kann sich retten. Er wartet auf seine Peiniger und tötet sie. Durch den Zweikampf mit Harras wird Tell aber so schwer verletzt, dass er nur wenige Stunden überlebt. Tells Tochter Lotta wird später als Großmutter sagen: Wilhelm ist in den Berg gegangen und seither wacht er da oben über uns. Bei Schmidts neuer Tell-Version wird ein Mensch, der in Frieden leben will, von den Mächtigen bedroht, sodass er handeln muss. Die Schikanen der Obrigkeit lassen Tell zum Freiheitskämpfer werden. Zur Legende, die übrigens sehr, sehr spannend erzählt wird. Gala und Dali, die Unzertrennlichen. Ich fühlte mich beim Lesen hin und her gerissen. Begegnete ich da Dala und Dali, wie ich sie bisher kannte? Ja und nein. Für mich war Gala die Verfechterin der freien Liebe, die Sexwütige, die nicht so liebevoll für mich bisher daherkam wie in diesem Buch. Gala und Dali vom Autorenpaar Sylvia Frank.
Auch Galas erster Ehemann, der surrealistische Dichter Paul Eluard, praktizierte das Wechselspiel der Liebe, was hier im Roman nicht reflektiert wird. Man wusste, dass Gala den genialen Künstler managte, der für alltägliche Dinge nichts taugte. Die spezielle Liebe der beiden erschließt sich mir nur durch die zu Ende gehende Beziehung zu Paul, der ihr als Lyriker vielleicht nicht erfolgreich genug war. In diesem Gemeinschaftswerk des Schriftstellerduos Sylvia van der Meer und Frank Meyer-Ewert kommt Gala sehr gut weg. Sie kämpft für ihren Salvador, später wird sie die Kunstwelt betrügen, leere Zeichenblätter vom berühmten Salvador signieren, was in diesem Buch aber nicht vorkommt. Und sie wird später in ihrem Schloss Liebhaber empfangen. So weit geht es hier dann auch nicht in dem Buch. Es muss schwierig sein, hinter die Geheimnisse dieses ungleichen Paares zu gelangen. So erscheint mir der Roman voll von schwer nachweisbaren Details. Das aber wiederum darf ein fiktiver Text. Geheimhaltung, Schweigen und Verwirrung wurden von Dalí und Gala als Verteidigung benutzt, durchsetzt mit Bröckchen von Wahrheit, heißt es in dem Buch. Man kann sich vorstellen, es könnte so zwischen 1929 und 1931 im katalanischen Cadaqués und in Paris gewesen sein. Viel Fiktion ist im Spiel, die aber mehr Hinweise auf Dalís Bilder geben könnte. Dalís Verachtung des Vaters, des spießbürgerlichen Tuns in der Familie, das ist erkennbar. Seine weichen Uhren als Hommage an die zerrinnende Zeit und die darüber laufenden Ameisen als Metapher für die Vergänglichkeit. Das wird deutlich. Das Buch erreicht, dass der Leser einen Einblick in das private Leben der Protagonisten gewinnen konnte. Das genau so aber nicht gewesen sein muss. Ein Liebesroman ist nun mal kein Sachbuch. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder Anregungen geben. Ich möchte noch auf etwas verweisen, und zwar werden wir am 11.06.22, also um 15.30 Uhr im Campus am Ziegelsee, wieder eine Veranstaltung machen. Wir hatten ja neulich den 90. Lister über die Malerin van Eycken. Und diesmal wird es der 91. Lister sein, in dem es um das Thema geht, was trieben Künstler, Schriftsteller vor 90 Jahren, kurz vor dem Machtantritt Hitlers. Unser Motto heißt, was trieben unsere Lieben vor 90 Jahren? Da denken wir an Kurt Tucholsky, an Erich Kästner, an Marlene Dietrich, Erich Maria Remarque, an Bertolt Brecht, an so viele in dieser Zeit, die berühmt waren. Was taten sie? Und dazu laden wir Sie ganz herzlich ein. 11. Juni, 15.30 Uhr. Man kann vorher hinkommen, Kaffee und Kuchen bekommt man. Auch in der Pause gibt es Kaffee und Kuchen. Und es ist eigentlich immer eine schöne Atmosphäre. Ich hoffe, Sie sind unsere Gäste. Und man kommt ja eigentlich auch gerne zum Campus am Ziegelsee. Man trifft sich dort. Und für die nächste Sendung, für meine Buchtippsendung, wünsche ich Ihnen, dass Sie neugierig bleiben und dass Sie auch wieder dabei sind. Alles Gute bis dahin, im Juni. Ihre Liane Römer. SWS, Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer.